In diesem Shuttle kann man ein rasantes Abenteuer erleben hier im 1701 Museum in unserem kleinen Studio. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Tracksplits. Es beginnt alles während des Fluges. Unser neuer Captain ist auf dem Weg, will das Kommando übernehmen, aber der Flug ist von zahlreichen Turbulenzen begleitet und nur mit Mühe erreicht man das Raumschiff. Steigt dann hier in den Turbolift in der Erwartung, die Brücke zu erreichen, aber der Lift stürzt ab und unser Captain landet geradewegs im Jahr 1966 am Schreibtisch von Gene Roddenberry. Und vielleicht kennt ihr diese Ecke aus zahlreichen Folgen von 1701 Live. Hier im 1701 Museum sitzt unser Captain hier nach einer rasanten Zeitreise und fragt sich, was ist los, was ist passiert? Und dann klingelt das Telefon. Q ist am Apparat und sagt, bevor du Captain werden kannst, musst du unter Beweis stellen, dass du neben deiner Ausbildung auch über die notwendige Fantasie für deine neue Rolle verfügst, und stellt unserem Captain vor, die Aufgabe, sich eine Star Trek-Geschichte ausdenken zu müssen und die an NBC zu verkaufen, produziert auf dem Studiogelände von Paramount. Und erst wenn das klappt, dann kann unser Captain zurückkehren aus dem Büro von Gene Roddenberry wiederum in den Turbolift, und dann öffnen sich mit der Magie des Fernsehens und mit zwei Armen, die man dafür braucht, tatsächlich am Ende der Geschichte die Türen zur Brücke. Das ist die Geschichte, die man hier, wenn man sehr viel Zeit hat, nach einem kleinen Drehbuch filmen und erleben kann. Soweit zu den Tracksplits für heute. Bis morgen.